Oper. Mit dem Zug, versteht sich. Seit 1880 der erste Speisewagen einer französischen Firma von Berlin nach Eisenach fuhr, haben Fernreisen mit der Bahn an Komfort und Faszination gewonnen. Vor genau 80 Jahren, im November 1916, wurde in Berlin die Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaft, kurz Mitropa, gegründet, die seither den Reisenden so manchen Service im Zug anbietet. Die roten Wagen der Mitropa auf Strecken des Berlin-London-Express begründeten die deutsche Tradition des Reisens mit Beköstigung und Übernachtungsmöglichkeit. Dresden Hauptbahnhof, an einem Montag um 6 Uhr früh. Das Team der Mitropa bei Dienstantritt. Oberkellner Christian Petersen und die Kellner Michael Hantl und Anke Ogosolka sind für den Service zuständig. Der Koch Jens Wirkner sorgt für das leibliche Wohl der Gäste. Ich glaube, es ist richtig kommen. Rechtes Stück müsste es sein. Ganz genau. Ihr Eurocity fährt von Dresden nach Paris, zurück nach Prag und wieder nach Dresden. Eine viertägige, arbeitsreiche Reise steht der Besatzung bevor. 6.500 Mitarbeiter hat die Mitropa AG heute insgesamt. Um den Service im Zug kümmern sich 3.300. Auf der ersten Etappe sind die Frühstücksgäste zu versorgen, die von Dresden nach Leipzig, Weimar oder Frankfurt am Main reisen. Ein starker Kaffee muss her, Kostenpunkt 5 Mark. Doch er bekämpft die Müdigkeit der zusteigenden Geschäftsreisenden, die immer den größten Anteil der Mitropa-Kundschaft stellen. Und treue Gäste will man gut bewirten. Die Mannschaft um Oberkellner Petersen ist längst ein eingespieltes Team. Man fährt die Strecke nach West- und Osteuropa regelmäßig. Mit seinem Koch Jens Wirkner ist Christian Petersen schon zu DDR-Zeiten unterwegs gewesen. Kellner Michael Hantl ist erst seit 4 Jahren dabei. Chef im Speisewagen ist der altgediente Oberkellner mit seinen 20 Mitropa-Dienstjahren. Bei Reisebeginn ist der Speisewagen bis zum Rand beladen. 600 Flaschen mit 25 Getränkesorten füllen den Laderaum. Dazu Dosenpaletten für den Abteilverkauf. 215 Portionen von 15 verschiedenen Speisen sowie 7 verschiedene Heißgetränke werden in der Küche bereitgehalten. Wie kam Michael Hantl zu seinem Job bei der Mitropa? Ich habe Kellner gelernt in der DDR-Zeit und hat mich schon immer interessiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das würde mir auch Spaß machen. Und man hat mir auch gesagt, dass ich eigentlich der typische Kellner wäre. Ich hätte so einen Ausdruck dazu. Und wie hat derjenige das begründet? Nur ich würde Witz, Charme haben und würde halt mehr oder weniger auf Gäste zugehen und immer mich aus irgendwelchen Affären raushalten. Und so. Das hat man mir einfach so gesagt und ich habe es probiert und es hat geklappt. Der fünfte im Bunde, Achim Frenzel, der Mini-Barmann. Er war bis zur Wende Kellner bei der Nationalen Volksarmee und kam 1991 zur Mitropa. Der Zug passiert um 11.45 Uhr Fulda. Koch Wirkner bereitet sich auf den mittäglichen Gästeandrang vor. Convenience heißt das Zauberwort der modernen Zuggastronomie. Alles kommt portionsgerecht verpackt aus der Plastiktüte, das Fleisch tiefgefroren. Nur Petersilie und Salat werden noch frisch verarbeitet. Die meisten Zutaten werden pasteurisiert angeliefert, damit sie im Kühlschrank lange haltbar bleiben. Dann ab damit in den Heißwasserkessel. Fertig ist die Mahlzeit.
sicher, man verlernt schon das Kochen. Also ich hätte heute bestimmt Schwierigkeiten, wenn ich jetzt wieder in ein Restaurant gehen sollte und dort kochen, aber wie man es eben macht, das ist alles nur. Und dann muss ich ehrlich sagen, so mit Leib und Seele bin ich gar nicht Koch. Wie manche, die jetzt wirklich die Hausecracks da sind, die gerne kochen oder kochen wollen. Und da so, wenn hier verdient man auch sein Geld, wie gesagt, regelmäßig, ordentlich. Und da, meine, heutzutage ist ja wichtig, dass man das Geld verdient und nicht wie. Da ist echt was. Ja. Kunstdeck mit Reis und Rosenkranz. Zu DDR-Zeiten kämpften Wirkner und Petersen mit der Mangelwirtschaft. Heute präsentieren sie abgepackte Vielfalt. Die Altmetropisten mussten sich umstellen. Wir kamen in den Betrieb und wussten nicht, was ist im Angebot. Und was haben wir gemacht? Wir haben unsere Speisekarten gekriegt, Blaupapier, habe ich mich hingesetzt. Die Kalkulation haben wir selber geschrieben. Es gab zwar von der Firma ein Kalkulationsbuch, wo die einzelnen Waren verzeichnet waren mit Preisen. Habe ich mich hingesetzt, habe das zusammengesetzt mit der Kalkulation. Und danach haben wir dann die Speisekarten geschrieben. Da gab es die Metropa-Karten mit Kopf, normal, Blaupapier, zweimal Bau und mit Hand geschrieben. Und wenn dann, was ja mal manchmal passiert ist, fertig gehabt, die Karten, und aus irgendeinem Grund ist irgendwas aus dem Lager nicht gekommen, als alle war oder was weiß ich, oder was versehen, musste ich mir schnell noch ganz schnell neue Karte schreiben. Und also das war Improvisation, in der Improvisation waren wir sowieso, bin ich mir ein großer Fester. Bei den Bratkartoffeln kann Koch Wirkner noch zeigen, was er kann. Er macht sie immer schön knusprig. Eigentlich sollten sie nach dem Convenience-Konzept der leicht erhitzbaren Salzkartoffel weichen, doch die Kunden protestierten. So blieb die Bratkartoffel im Speiseplan. Beim Pfefferprotest erleben wir dann wieder Convenience in Reinkultur. Der Vorteil, bei jedem Koch und auf jeder Strecke schmeckt das Mitropa-Essen gleich. So, hier ist einmal Pfefferprotest, zweimal mit Bratkartoffeln. Jetzt kommt es gleich. So, bitteschön. Einmal. Nehmen Sie gleich ab. Das wäre mit Bratkartoffeln, mit Kartoffeln, nochmal mit Kartoffeln und mit Bratkartoffeln. Guten Appetit. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Bratkartoffeln. Da hätten Sie gesagt. Nein, ist ja gut. Drei Schauspieler der Münchner Kammerspiele stärken sich für ein auswärtiges Gastspiel. Und? Hat's geschmeckt? Jetzt zum Essen. Also, wir haben eben geschwankt zwischen Weißkohleintopf mit Mettwurst oder Pfefferpotthast und haben aber uns für Letzteres entschieden. Mit rote Beete aus dem Glas und Gewürzgurke und Salzkartoffeln. Und das war, was hast du gesagt? Naja, jetzt haben wir es gegessen. So. Nein, das ist alles in Ordnung. Das Bier ist ein bisschen warm, aber sonst, die Leute sind sehr nett hier und höflich. Schönen guten Tag. Tut mir die Karte mal mit wieder herlegen. Hatten Sie auch einen Wunsch, ja, mein Herr? Hätte ich gerne. Das soll man mit entsorgen. Spiele Ihnen dekorativ ein Baguette an mit Schinken, Käse, Salami. Jawohl, das kommt gut. Sonst ein Sandwich mit Thunfisch. Hier ist ein schönes mit Schinken. Oder mit Salami. Nehmen wir den Schinken gleich. Für die kleinen Gäste hält die Metropa Buntstifte bereit. Und so manche Leckerei. So, das Eis. Moment, das ist ja mal super. Schön, guten Appetit. Danke. Nach 5 Stunden Fahrt erreicht der Eurocity Frankfurt am Main, ein Kopfbahnhof.
Während des Lokwechsels haben die Metropisten reichlich Zeit, Proviant nachzuladen. Ein ausgeklügeltes Logistiksystem versorgt die europaweit verkehrenden Schlaf- und Speisewagen. Routinemäßig kann der Warenbestand in 10 deutschen Bahnhöfen aufgefüllt werden. Im Ausland wird nur notfalls Nachschub geholt. Frankfurt war Sitz der Deutschen Servicegesellschaft der Bahn, die nach dem Krieg in den Westzonen gegründet wurde. 45 Jahre lang marschierte man getrennt. Seit 1994 sind DSG und Metropa wieder unter dem alten Traditionsnamen vereint. Die Marktforschung bescheinigte der Metropa das bessere Image im Vergleich zur Schwester DSG. Hauptsitz der 100%igen Tochter der Bahn ist heute Berlin. In Frankfurt ist auch der Bahnhistoriker Dr. Albert Mühl zugestiegen, mit dem wir im Speisewagen verabredet sind. Er ist ein ausgewiesener Kenner der Metropa-Geschichte. Ich trinke bei Ihnen immer gern den Boxbeutel, wenn Sie den noch haben, den kleinen, den Frankfurter, den trockenen. Ja? Ich ihn gerne bei Ihnen. Ja. Vielen Dank. Das war natürlich damals, in den Mitte der 30er Jahre, für einen 10-, 11-, 12-jährigen Eisenbahnbegeisterten schon faszinierend, was da alles zu sehen war. Da waren die roten Speise- und Schlafwagen pur nachts, da war wenig, da musste man früh aufstehen oder spät abends hingehen, sah man auch mal etwas. Aber insbesondere natürlich die Speisewagen, wo man dann immer fasziniert durch die Fenster geguckt hat, blütenweise Wäsche auf den Tischen, Glas, Porzellan, die Zuglaufschilder dazu, Hug van Holland, München, Berlin, Zürich oder Amsterdam, Passau, Wien. Nicht? Das war der Stoff, nicht wahr, aus dem die Träume von uns jungen Leuten gesponnen waren. Um das Deutsche Reich herum beherrschte die internationale Schlafwagengesellschaft das gesamte europäische Schlafwagen- und Speisewagenmonopol. Das war ein Imperium, das sich die internationale Schlafwagengesellschaft aufgebaut hat. Es reichte von Kopenhagen bis zu den Pyramiden in Ägypten. Es reichte von Ostende von Calais, also vom Kanal, bis nach Vladivostok. Auch dieses Imperium wollte das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg zerschlagen. Die Metropa wurde im November 1916 gegründet, um die Vorherrschaft der internationalen Schlafwagengesellschaft zu brechen. Auf die wichtigen Balkanrouten hatte man es abgesehen. Man denke vor allem an den legendären Orientexpress. Die Kriegsfreiwilligen, die dies erst möglich machen sollten, mussten freilich mit schlichten Güterwagen Vorlieb nehmen. Doch die Träume vom Monopol erfüllten sich nicht. Der Krieg ging verloren. Die Metropa musste sich mit der französischen Konkurrenz arrangieren. Die Metropa erhielt das Schlafwagen- und Speisewagenmonopol natürlich im Deutschen Reich und einige Auslandskurse, sprich Niederlande, Dänemark, Skandinavien überhaupt, Österreich und Schweiz. Den ganzen Rest behielt die internationale Schlafwagengesellschaft. Dennoch ging es bergauf mit der Metropa. Nicht nur im Schlafwagen- und Speisewagengeschäft verzeichnete sie Erfolge. Auch als an Bord einer Lufthansa-Maschine 1928 erstmals ein Steward eingesetzt wurde, um, wie es damals hieß, Himmelfahrtverpflegung zu servieren, wurde diese Aufgabe einem Metropisten übertragen. Und auf dem Gebiet der Luxuszüge machte man der französischen Gesellschaft Konkurrenz. Ein Stichwort: Rheingold Express. Das war par excellence der Prestigezug der Deutschen Reichsbahn gegenüber anderen Luxuszügen der internationalen Schlafwagengesellschaft, die natürlich nach wie vor noch liefen. Orient Express, Nord Express und Riviera Express, das alles lief ja auch durch Deutschland. Aber ein absoluter Glanzpunkt, international anerkannt, war der Rheingold Express, der ja von der Metropa küchenmäßig betreut worden ist. Ein Zug der Reichsbahn, Paradezug, aber Metropa-Betreuung, stand ja oben an dem schönen Wagen. Rechts und links Deutsche Reichsbahn, in der Mitte Metropa. Die Grundbesatzung eines Metropa-Speisewagens in den 20er und 30er Jahren waren der Koch, waren ein Küchengehilfe oder eine Küchengehilfin. Das war, Sie werden lachen, was es damals noch gab, ein Silberputzer. Es gab Tafelsilber, kein Kunststoff oder Bakelit, wie man damals sagte. Es war der Oberkellner und es war ein Kellner. Dabei muss man ja wohl bedenken, wenn man die heutigen Zeiten vergleicht, wie verhältnismäßig
primitiv der Dienst zum Beispiel in der Küche eines Betrupper oder überhaupt eines Speisewagens in den 20er, 30er Jahren vorher gewesen ist. Es gab natürlich den Kohleherd, nichts, kein Gas und keine Elektrizität. Es gab den Kohleherd, der wichtigste Mann war der Koch, der jeden Tag für jeden Wagen und jeden Tag eine neue Speisekarte machte. Ein Kaffee, der Kaffee. Ah, je préfère une table für Kaffee. Avec Zucker, avec Olé. Zucker, pas de l'Olé. De l'eau chaude, immer mangue à garçon. So, voilà. Nachdem der Eurocity bei Saarbrücken die deutsch-französische Grenze passiert hat, erreichen wir als nächste Station Metz. Hier werden Kurswagen aus Luxemburg angehängt. Zur besonderen Freude der Metropisten, denn die Reisenden in diesen Wagen hatten bisher weder Restaurant noch Minibar im Zug und sind daher erfahrungsgemäß gute Kunden. Herr Mühl hat hier sein Reiseziel erreicht. Wir fahren weiter nach Paris. Wie läuft denn das Geschäft so heute? Ach, ganz gut. Montag kann man jetzt nicht mit dem Wochenende vergleichen, ist klar. Obwohl hier in den Wagen, die aus Luxemburg kommen, die in Metz zu uns dazukommen, immer was geht ja immer. Wird immer was verkauft, wo vorne mitunter im Geisterzug dann herrscht. Denn immerhin habe ich ja, je mehr ich verkaufe, habe ich ja auch dann eine Provision dabei. Und die ist bei der Minibar 7%. Jeder Zugumlauf oder sprich die Minibar, gibt es eine Dienstanordnung, man hat auch seine Pflichten zu erfüllen. Ich durfte mich jetzt praktisch ja nicht hersetzen. Also in meinem Dienstplan steht drin, Pause, keine. Aber wir holen halt mal schnell Luft hier. Dann machen wir wieder vor, du musst ein neues Wasser auffüllen, dass das Wasser immer schön heiß ist für den Kaffee und für Tee. Es wird eben auch jetzt sehr viel Tee getrunken und sehr viel Kaffee. Tagesabrechnung kurz vor Paris. Knapp 2000 Mark Umsatz füllen die Kasse. Die Minibar kommt auf ähnliche Beträge. Nicht schlecht für einen Montag. 5% Provision müssen sich Koch und Kellner teilen. Mit dem Trinkgeld lief es heute auch nicht schlecht. Das war's für heute. Rein in die Zivilklamotten und weg mit dem Kleingeld in drei verschiedenen Währungen. Nach 9. Im Gare de l'Est steuern die fünf von der Metropa zum Feierabend immer den Stand von Michel an. Hier muss man nicht bedienen, hier wird man bedient. Wenn ich schon 9 Jahre kein Alkohol mehr trinke, muss ich halt was anfangen. Wie Silvester. Prost. Prost. So, warte, wir sagen Tee. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Schöne Pampelmus. Danke. Mit 3 Sternen schmückt sich das Vertragshotel. Der Komfort ist eher mager. Oberkellner Petersen und die meisten anderen gehen früh schlafen. Am nächsten Morgen ist schon um 7 Dienstbeginn. Nur Achim Frenzel, der Minibarmann, ist in Paris immer unterwegs. Oft zeigt er auch neuen Kollegen, die zum ersten Mal auf diesem Umlauf fahren, die Stadt. Es gibt auch
Wenn man schon in Paris ist, muss man auch etwas unternehmen, meint Achim Frenzel, der überhaupt nicht verstehen kann, dass es Metropisten gibt, die in Paris noch nie ausgegangen sind. Am Place du Châtelet findet er ein Lokal, das ihm behagt. Wir bleiben draußen. Paris, Gare de l'Est. 7.30 Uhr in der Früh. Ein Knotenpunkt. Hier kreuzen sich Metrolinien. Hier fährt unser Eurocity in Kürze weiter in Richtung Prag. Liebe Freunde. Schöne zurück. Ja, danke. Hi. Aufpassen beim Autofahren. Ja. Ja. Langsam. Langsam. Wir verabschieden uns von Paris, dem ersten Zielpunkt unserer Reise, und steuern Prag an. 1500 Schienenkilometer liegen vor uns, da der Eurocity einen Umweg über Köln und das Ruhrgebiet machen wird. Noch jemand ohne Fahrschein? Qu'est-ce que tu serais mangé? Un sandwich, autre chose, vous pouvez un café, un beer, un jus d'orange. Sandwich, oui, monsieur. Il y a sandwich, un champon, fume, champon, crédit de thé. Je préfère une tarte. Un fromage, monsieur. Autre chose, salami. Et dann autre chose, poisson ton, avec œuf, avec champon. Tonne, une chambre avec œuf. Oui, je vais plutôt prendre avec back, back, œuf. Oui, monsieur. Une de l'eau gazeuse, une de l'eau plate, café, une thé, une beurre. Vous avez de l'eau frais. Frais. Froid. Un jus de pomme, un jus d'orange. C'est ce qu'il y a plus froid. Oui, oui, d'accord, monsieur. Pas de problème. Non, mais je veux dire, dans les autres, vous avez quelque chose de froid. La bière est fraîche. Fraîche, oui, monsieur. C'est bon. Et attention sur les tables, s'il vous plaît, monsieur. Pardon? Attention sur les tables. Attention. Ja, merci. Bon voyage, merci beaucoup. Koch Wirkner bereitet das Personalessen für seine Kollegen und sich. Petersen und Hantl trinken in der Pause erstmal einen Kaffee im Stehen. Ein guter Kellner setzt sich nicht in den eigenen Speiseraum. Die Tarifvertragsregelungen zum Personalessen empört die ostdeutschen Metropa-Mitarbeiter. Für eine Mahlzeit aus der eigenen Speisekarte müssen sie immerhin den halben Preis zahlen. Da bringen sie sich lieber Spaghetti von zu Hause mit. Die Kollegen aus den westlichen Niederlassungen haben dagegen täglich 3 Mahlzeiten à la carte frei. So ganz sind DSG West und Metropa Ost wohl doch noch nicht zusammengewachsen. Feststellen, Personal. Das ist auch wenigstens, wenn es geht, dann nehmen das Blind. Es geht mir nicht wegen dem Kaffee. Ich meine, die Firma, die stirbt da auch nicht. Aber ich stelle das gar nicht ein, wenn sich jemand braucht, ja, dann ist das schön. Eine Zechprellerin im Zug. Kein Geld, kein Ausweis, nichts. Fahrschein. Auch kein Fahrschein. Ja, hier ist Breyer. Ich bin Zugführer vom EC 56. Mir bräuchte in Mannheim die Bahnpolizei am Waage 110. Ja. Ja, die hat im Bistro nicht bezahlt, keine Fahrkarte, kein Ausweis, nichts. Ja, gut, danke. Die junge Dame setzte sich ja auf den Platz, stellte sich erst ans Buffet, bestellte einen Kaffee, setzte sich hin. Und als der Zugführer dann die Fahrkarte kontrollieren wurde und sie hatte keinen Fahrschein, da stellte sich raus, dass sie auch kein Geld hat. Und da haben wir dann Feststellung der Personalien, wahrscheinlich ist die Französin, spricht aber Englisch und es ist schwierig festzustellen, woher sie kommt.
Auf eine Anzeige hat die Mitropa zwar verzichtet, doch die Reise ist für die blinde Passagierin erst einmal beendet. Von unserer Kamera fühlen sich die Bahnpolizisten weit mehr gestört als die junge Frau. Für Oberkellner Petersen sind solche Zwischenfälle eher eine Seltenheit im Speisewagen. Sehr geehrte Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen ist in diesem Monat zu Gast bei der Metropa. Das bevölkerungsreichste Bundesland möchte Sie mit deftigen Speisen verwöhnen. Zur Vesperzeit empfehlen wir westfälisches Abendmahl, westfälische Knochenschinken mit Pumpernickel und gesalzener Rollenbutter. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mal. So, steck das mit dir drauf. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Kannst du mal halten, bitte? Warte. Kann ich gleich? Ja, okay. Ich muss schon mal was sagen. Vorsicht. Ab und zu. Moment. Abends auf der Ruhrgebietsstrecke wird es wie immer voll im Speisewagen. Der Laden brummt. Die Metropa-Besatzung hat alle Hände voll zu tun. Mach mal schnell was auf. Langsam werden die Vorräte knapp. Doch Hauptsache, die Kasse füllt sich. 9 habe ich. 12 nicht. Die Dienstmontur von Kellner Handel zeigt sich den Strapazen nicht gewachsen. Und auch im Speisewagen gibt es erste Ausfallerscheinungen. Restlos, schön. Also eine Kartoffel soll bleiben. Ja. Wunderbar, danke. So eine Scheiße. Naja, okay. Nach nur 4 Stunden Übernachtung in Dortmund geht es am nächsten Morgen weiter durchs Rheintal. Im Zug treffen wir Wolfgang Teurich. Er hat sein ganzes Berufsleben lang im Waggonkombinat Görlitz Mitropa-Wagen gebaut und zuletzt die Qualitätskontrolle geleitet. Berlin war zerstört. Die russische Armee ist dort eingedrungen. Und gerade auch viele bestimmte Punkte, Stützpunkte der Mitropa sind durch den Krieg kaputt gegangen. Die Direktion der Mitropa ist im April 1945 mit einem Schlaf- und Speisewagenzug in Richtung Hamburg gefahren, nach Bad Segeberg. Von den Eroberungen im Zweiten Weltkrieg profitierte zunächst auch die Mitropa. 1945 stand sie, wie andere Großbetriebe, auch vor den Trümmern, die das Nazi-Regime hinterlassen hatte. Zusätzlich wurde auf den wenigen noch intakten Doppeltrassen in der sowjetischen Besatzungszone das zweite Gleis demontiert, als Reparationsleistung. Und es ist erstaunlich, wenn man heute erfahren kann, dass es Mitropisten gewesen sind, die wenigen, die noch da waren, die sind praktisch zum Bürgermeister gegangen im Mai 1945 und haben gesagt, wir wollen uns wieder anmelden als Mitropa-Aktiengesellschaft.
Die ersten Wochen waren für diese Menschen sehr schwer. Die haben jetzt erstmal versucht, aus den einzelnen Gebäuden das, was noch da war, Lebensmittel, Küchengeräte oder Kohle, zusammenzutragen, damit es nicht den Plünderern in die Hände fällt. Man sagt, dass die ersten 4 Monate diese wenigen Menschen alles ohne Geld gemacht haben. Und erst langsam ist die Metropa wieder ins Rollen gekommen. Zunächst in der stationären Gastronomie. Erste Bunkerhotels und Bahnhofsgaststätten wurden eröffnet. An einen geregelten Schlaf- oder Speisewagenverkehr war noch nicht zu denken. Die wenigen Züge, die auf den beschädigten Trassen verkehrten, hatten dafür noch keinen Bedarf. Zur Stunde Null ging es zwischen Reichsbahn und Metropa bisweilen ruppig zu. Auch nach 45 versuchte die Reichsbahn ohne mit der Metropa zu sprechen, den einen oder anderen Wagen für ihre Zwecke abzuzweigen. Die Metropa schickte ihre Schaffner, die nicht im Einsatz waren, auf die einzelnen Bahnhöfe und fand diese Fahrzeuge. Es gibt zum Beispiel einen Wagen Nummer 1192, den hatte die Reichsbahn liquidiert und ließ ihn als Salonwagen umbauen. Und im Nachgang erst bezahlte sie 90.000 Mark der Metropa und sie konnte den Wagen behalten. Weil solche Sachen hat es ihm auch gegeben. Mit der Wiederherstellung der Gleisanlagen kam auch der Fernverkehr in Gang. Im September 1948 wurde die Wiederaufnahme des Speisewagenbetriebes verfügt. Auf internationaler Ebene trat der alte Konkurrent erneut in Erscheinung. Der russische General, der für das Transportwesen verantwortlich war, zitierte den damaligen Direktor der Metropa zu sich im Jahre 1959 und sagte, hören Sie zu, ich habe praktisch den Auftrag bekommen, wir können wieder von Prag nach Dänemark Schlafwagenkurse laufen lassen. Und es hat sich aber schon eine Gesellschaft gemeldet, nämlich die Internationale Schlafwagengesellschaft. Ich bin aber dagegen. Wir haben bei uns die Metropa und ich verlange, dass sie die Schlafwagen herrichten, dass sie wieder international fahren können. Das hat man auch getan. Und so ist die Metropa auch von Prag über die sowjetische Besatzungszone, später DDR, wieder über die Ostsee gefahren und hat praktisch die ersten Auslandskurse betreut. Der fliegende Hamburger ist wieder da. Nach jahrelanger Unterbrechung konnte er jetzt, dank den Bemühungen der Reichsbahndirektion der Ostzone, von Berlin zu seiner ersten Nachkriegsfahrt starten. Der dreiteilige Schnelltriebwagen ist modern eingerichtet und bietet seinen Passagieren alle Bequemlichkeiten, einschließlich Metropa-Speisewagen. Wir finden einen Vertrag zwischen der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Reichsbahn auf der einen Seite, der DSG und der Metropa auf der anderen aus dem Jahr 1954, wo genau abgestimmt wurde, welche Fahrzeuge von der einen oder anderen Gesellschaft fahren in den einen oder anderen Teil Deutschlands. Das wurde auch beibehalten und wurde auch strikt eingehalten. Restaurants wie dieses möchten wir im neuen Jahr in allen großen Städten unserer Republik besuchen können. Elegant, komfortabel und praktisch ist die erste Metropa-Selbstbedienungsgaststätte im Hauptbahnhof von Karl-Marx-Stadt. So proper, wie die Wochenschau es zeigte, sah es zu DDR-Zeiten allerdings selten in Metropa-Betrieben aus. Aber manchmal haben sie überhaupt keinen Platz bekommen. Sie wurden eingewiesen. Oder genauso, wenn ich im Speisewagen wollte gehen. Man hat praktisch angestanden, um einen Platz im Speisewagen zu bekommen. Oder in den Selbstbedienungs-, wir haben auch Buffetwagen gehabt. Um dort reinzukommen, musste man anstehen, manchmal eine halbe Stunde, man hatte manchmal gar nicht so viel Zeit. Und ich muss Ihnen sagen, vielfach waren auch die Wagen sehr schmutzig. Das hat man auch gehabt auf den Gaststätten. Und damit hat auch das Image der Metropa gelitten. Bei Bad Schandau erreicht der Zug am Nachmittag des dritten Reisetages die deutsch-tschechische Grenze. Nur Wasche? 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 Ja. Okay. Was eigentlich mir persönlich ein bisschen leid tut, ist halt für die Tschechen, dass wir keine Karte in Tschechisch haben und dass wir mehr oder weniger, wenn sie da einen Kaffee trinken und wir sagen ihnen halt, was er kostet, dass sie
erstmal kurz zusammenzucken und meistens wieder gehen und so. Es tut mir ein bisschen leid, aber es ist halt nicht anders möglich. Ladies and gentlemen, in 5 minutes we'll be at Prague Main Station. The train ends here. Thank you for the reconcheck arrivals and look forward to seeing you again soon. In Prag ist Zeit für ein paar private Aktivitäten. Erst am Mittag des nächsten Tages geht es zurück nach Dresden. Die Metropisten treffen sich zum Umtrunk in ihrer Stammkneipe in der Innenstadt. Mit dabei die Pressedame der AG, die Acht gibt, dass ihre Mannschaft nicht zu tief ins Glas schaut, solange die Kamera läuft. Am nächsten Morgen schlafen die meisten noch aus. Nur Kellner Hantl macht im Fitnessraum des Hotels seinem Namen alle Ehre. Petersen und Wirkner kaufen privaten Reiseproviant ein, zu moderaten tschechischen Preisen. Hauptbahnhof, am Mittag des vierten Reisetages. Start zur letzten Etappe. Reisen im Zug. Städte, Landschaften ziehen vorbei. Man hat Zeit für sich oder Zeit für eine Reisebekanntschaft. Angenehmer noch als im Abteil das Reisen im Speisewagen. Das ist einer der wenigsten Beschäftigungen, wo man sitzen kann, rauchen und trotzdem was weitergeht. Also das finde ich gut. Man kann lesen und schreiben und sich mit den Gedanken beschäftigen, was in einem Kaffeehaus oft nicht geht, weil sie ununterbrochen jemand stört. Einen guten Steak mit Bratkartoffeln, bitte. Überraschend und vermeintlich inkognito im Zug die Leiterin der Metropa Qualitätskontrolle. Gut, da freue ich mich auf mein Pfefferpotat. Ja, gut. Das Gulasch. Oder wie sagten Sie? Ein Gulasch, ja. Eine Art Gulasch. Ja. Ja. Ein routinemäßiger Inspektionsbesuch. Unsere Restaurantbesatzung, die Dame gleich erkannt hat, sieht sich unverhofft auf den Prüfstand. Und wieder gibt es Pfefferpotthast aus der Tüte. So, bitteschön. Mhm. Wünsche guten Appetit. Dankeschön. Das sieht schon lecker aus. Ja, freut mich. Jetzt bloß keine Fehler machen. Darf ich es wegnehmen? Geschmeckt bitte. Hat? Dankeschön. Hat gut geschmeckt. Okay. Noch einen kleinen Wunsch? Irgendwas anderes dazu? Im Moment nicht. Vielleicht ein bisschen später. Gut. Alle zusammen sind und im Moment auch gar nicht so viele Gäste da sind, möchte ich mich doch mal vorstellen. Ich habe gut gegessen bei Ihnen. Solka. Mein Name ist Dorfner von der Qualitätssicherung. Oh, oh Gott, das wird wahr. Sie sind der Hantl. Ja? Gut. Ich habe Ihren Namen auch nicht ganz... Ogo Solka. Ich werde es ein bisschen üben. Ich darf mich auch mal vorstellen. Petersen, ja. Wir haben uns schon mal gesehen. Ja, ja. Also die, ich habe ja gesagt, die werden sich wahrscheinlich erinnern, aber ich meine, eine Einzelperson kann man schneller nehmen. Die Pute, 27. Pute hat noch ein paar Tage.
Kaviar. Zwei Stück. Das ist eine schöne Portion. Haben Sie auch schon probiert? Nee. Warum nicht? Das doch mal. Komm mal vorstellen, wie das schmeckt. Soll ich Sie mal fragen, wie Sie sich einschätzen? Was sagen Sie mir dann? Ich bin immer gut. Da schätze gut. Ich mich ein. Gut. Das ist ja schlimm, wenn ich mich nicht einschätze. Ich meine, man hat immer mal, es gibt immer mal ein paar schwache Minuten, aber ja. Allgemein. Aber das ist nicht überheblich. Nee, finde ich auch nicht. Ich habe hier gut gegessen, guten Service gesehen. Sie sehen, das konnte ich auch so bestätigen. Alles sauber und ordentlich. Ja. Das Einzige waren die Aufsteller, die wurden angeliefert. Hier sind alles sie klar. Da. Ja. Noch eine angenehme Reise. Wir danken uns, Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal auch immer wieder. Ja, wir werden uns bestimmt nochmal wiedersehen. Ablösung kurz vor Dresden. Wo ist denn die Tischwäsche? Die ist hier in dem Fach, die Tischwäsche. Im fliegenden Wechsel übernimmt die in Bad Schandau zugestiegene neue Metropa-Mannschaft den Speisewagen. Du hast 10 Zähne und 10 Größe noch ungefähr. Petersen und Co. haben Feierabend. Die Kollegen müssen ran. 4 Tage und 3000 Schienenkilometer liegen hinter uns. Mittagsschläfchen heute Mittag. Hast du heute was zu essen? Meine Frau ist heute auch frei. Wir haben heute sogar Hochzeitstag. Das klappt gerade gut. Heute? Ja. So Glückwunsch. Okay, runter. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir City Heinrich Heine den Bahnhof Dresden Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den Intercity Max Liebemann nach Hamburg-Altona über Berlin-Schönefeld, Berlin-Lichtenberg, Nauen-Wittenberge, Ludwigslust. Planmäßige Abfahrtzeit 9.18 Uhr vom Gleis 19. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Ja. Schönen Feierabend. Ja, danke. Tschüss. Ich gehe auf der anderen Seite.